Die Darstellung von Natur und Landschaft begleitet Robert Weise Zeit seines Lebens. Schon als Kind wird sein Interesse an der Natur durch seinen Vater geweckt, der als begeisterter Wanderer seine Kinder auf seine Streifzüge durch Wald und Wiese mitnimmt. Malerisch erhält der 19-Jährige seine ersten Anstöße nach einer schweren Krankheit, die ihm die angestrebte militärische Laufbahn vereitelt. Obwohl sein Vater eine künstlerische Ausbildung seines jüngsten Sohnes strengstens ablehnt, besucht er die Privatschule des Landschaftsmalers in Stuttgart, Hermann Drück. Dass nun ausgerechnet Gustav Schönleber, der angesehene Professor der Landschaftsklasse an der Akademie in Karlsruhe, dem jungen Weise malerisches Talent attestiert, bricht jedoch den Widerstand des Vaters und Robert Weise immatrikuliert sich an der Akademie in Düsseldorf im Jahr 1889. Weit weg von zu Hause, vielleicht um sich auch ein bisschen abzunabeln. Seine ausgedehnten Reisen zwischen 1892 und 1896 führen Weise über die Niederlande und einen zweijährigen Aufenthalt in Paris auch nach Italien, insbesondere nach Rom, wo 1895 das Gemälde Römische Campagna entsteht, das stimmungsvoll das südliche Licht und die im Hintergrund verblassende Landschaft in Szene setzt. Während seines mehrwöchigen Romaufenthalts bessert Robert Weise seine von den Eltern gestellte Reisekasse durch den Verkauf kleiner Zeichnungen und Ölstudien auf. Sicherlich ist davon auszugehen, dass Weise seine Reisen mit unzähligen Skizzen und Zeichnungen dokumentierte. Leider sind nur wenige grafische Arbeiten aus der Hand des Künstlers bekannt. Zwei undatierte Pastellzeichnungen mit Bauernhäusern und einer hügeligen Landschaft, die jedoch vermutlich eher die süddeutsche Landschaft wiedergeben, möchten wir nicht vorenthalten. Zurück in Deutschland lässt sich Robert Weise 1896 in München nieder, das sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu der florierenden Kunst- und Kulturmetropole des Deutschen Reiches entwickelt hat. Lebten um 1860 rund 800 bis 1000 Künstler in München, so sind es um 1900 in etwa 3000, Robert Weise einer unter ihnen. Die jährlichen Ausstellungen im Kunstpalast unter der Leitung der altehrwürdigen Künstlergenossenschaft ziehen zum einen zwar unzählige Künstler an, provozieren jedoch zum anderen die Verfechter der modernen Kunstauffassung zur Kritik an der mangelnden künstlerischen Qualität der Ausstellungen und der konservativen Ausstellungspolitik der Genossenschaft. Es kommt zur Abspaltung der Kritiker. Die Sezession ist geboren. Bedeutsam für Robert Weise ist das Zusammentreffen mit dem Sezessionsmitbegründer Paul Höcker und seinem Künstlerkreis. 1899 schließen sich 12 Künstler zu einer Künstlergruppe, die Scholle, zusammen. Viele arbeiten zudem für die 1896 begründete Zeitschrift Jugend, die als Namensgeber für den Jugendstil fungiert. Flächenhafte Darstellung unter Verzicht von Perspektive und die Verwendung der geschwungenen Linie bilden die Merkmale der neuen Kunst, der Art Nouveau. Diese Tendenzen lassen sich in den Illustrationen Weises zu Grimms und Hauffs Märchen ablesen, doch auch in der Landschaftsdarstellung dominiert eine flächige Wiedergabe der plakativen Bildlösungen, die kräftige Lokalfarbigkeit und der weitgehende Verzicht auf illusionistische Tiefenwirkung und Detailschilderung, wie in dem undatierten Gemälde Die Herbstlandschaft und dem 1898 entstandenen Werk Burghausen, das nur im Katalog gezeigt wird. Ab 1901 bis 1906 zieht sich Robert Weise mit seiner Familie auf das ländliche Gottlieben am Bodensee in der Schweiz zurück. Fasziniert von der landschaftlichen Idylle entstehen Gemälde, die einen Stilwandel hin zur impressionistischen Malweise erkennen lassen. Gegen Ende des Aufenthalts in Gottlieben entsteht das Gemälde Wintersonne, dem eine Fotografie zugrunde liegt. Der horizontal gegliederte Bildausschnitt wird vom diesseitigen und jenseitigen Ufer begrenzt und ergießt die ungewöhnlich warme Leuchtkraft der Sonne über die winterliche Darstellung.
Fast verheißungsvoll lässt sie das jenseitige Ufer in schillerndem Glanz erstrahlen. Die Parklandschaft einer Allee an der Salzach bei Burghausen fängt das flirrende Sonnenlicht auf, vor dem sich eine spazierende Dame in rotem langem Kleid mit einem Sonnenschirm schützt. Immer stärker löst sich der Pinselstrich von der Norm, wird frei und entfaltet eine breit und schnell angelegte, frische und fröhliche Farbigkeit, die den Freiluftkünstler in Robert Weise immer deutlicher verrät. Selbst nachdem Weise dem Ruf nach Stuttgart folgt und als Porträtmaler große Erfolge feiert, schwindet seine Liebe zur Landschaftsdarstellung nicht. Dies zeigt nicht nur seine Berufung an die großherzogliche Sächsische Hochschule der Bildenden Kunst in Weimar, um die Klasse für Naturmalerei zu übernehmen, sondern auch in der Vielzahl an Gemälden und Ölskizzen, die sich dem harmonischen Verhältnis von Mensch und Natur widmen. Der Pinselstrich wird zunehmend gestisch, der Farbauftrag pastos, die gesamte Malweise atmet die Spontaneität, mit welcher Weise die ihn umgebende Welt verbildlicht.